Hallo ihr zwei. Mögt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Ich bin die Eva und komme aus Sulzheim in Rheinhessen. Ah. Und ich bin der Tobias, ich bin der Verlobte von Eva und komme auch aus Sulzheim in Rheinhessen. Gut, ihr Lieben. Wo habt ihr denn dieses schöne Stück hier her? Das habe ich von meiner Großtante geerbt. So ein Familienstück. Gibt es darüber irgendwelche Geschichten oder irgendwas Spannendes, was sich da drumherum webt, wo man sagt, ah, das hat man gehört, das kommt von da und da? Leider weiß ich darüber nichts. Es hat bei ihr auf dem Schreibtisch gestanden, all die Jahre. Wurde nie darüber erzählt? Nein. Schade. Dann werden wir jetzt darüber erzählen, meine liebe Wendela. Also, das ist ein ganz besonderes Stück. Ich freue mich sehr, dass Sie das mitgebracht haben. Es gefällt mir ausnehmend gut. Mhm. Wir haben hier eine wunderbare Schmuckschatulle aus Bronze, die vergoldet ist. Und ja, also einmal haben wir eine ovale Grundform. Dann haben wir vier kleine Nischenfiguren hier außen in den Ecken. Wir haben sehr verschwenderische Festons hier, also Blumengirlanden, die hier hängen. Eine unglaublich feine Emailarbeit hier oben. Wir haben, Email? Ja, wir haben translucides Email auf einer giochierten Oberfläche und mit einer ganz feinen Emailmalerei, auch mit verschiedenen Blüten, hauptsächlich mit Rosen. Und hier oben haben wir eine kleine Figur aus Bronze ebenso, und zwar eine Darstellung der Venus mit Amor. Die ganze Dose ist über und über von Hand graviert, auch mit Blütenmotiven. Also das ist alles sehr stimmig. Diese schöne Schatulle ist in Paris entstanden. Und zwar haben wir hier vorne eine Gravur Tahon à Paris. Also Tahon eigentlich. Tahon à Paris. Und da haben wir Jean-Pierre Alexandre Tahon. Er war ein sehr gefeierter Star eigentlich. Er war der Kunsttischler von Napoleon III. Er hat also auch für den Kaiserhof Objekte geschaffen. Ja, vom Zustand, was ganz schön ist, ist, dass der Schlüssel noch da ist. Das ist der originale Schlüssel, das gibt es selten. Und es gibt so ein paar kleine Makel. Wenn man hier oben sieht, natürlich, da ist die Vergoldung etwas berieben, aber es ist nichts wirklich defekt. Also es gibt doch einiges an Schmutz, also der Staub, der ja fast Jahrhunderte, Entstehungszeit ist um 1850. Also Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wenn man das bedenkt, dann ist die doch in sehr gutem Zustand. Ihr Lieben, dann habt ihr uns eine echte Antiquität mitgebracht. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Weil das ist mal so etwas, was man nicht einfach irgendwo findet. Und ich könnte mir vorstellen, dass euer Wunschpreis die 50 Euro knapp knackt. Was würdet ihr denn haben wollen? Also wir hatten unseren Wunschpreis so bei 400 Euro. 400 Euro. Genau. Wie viel gibt der Markt tatsächlich her? Diese Schatullen werden zu sehr unterschiedlichen Preisen gehandelt. Hier in diesem Zustand würde ich Ihre beurteilen mit 1200 bis 1500 Euro. Wow. Wow. Okay. Das ist toll. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass es doch so wertvoll ist, das Schatullchen. Also ich würde sagen, sie führt die Verhandlungen, ich versuche am Ende noch nachzusalzen. Das klingt nach einem guten Plan. Im Idealfall ist obendrein eine Prise Glück im Spiel. Und die Schatulle trifft, ohne Nachsalzen, den Geschmack der Händler. Grüß Gott. Guten Tag. Hallo. 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 Grüß Sie Gott. Sie machen uns glücklich. Wir sind alle verzückt. Ja. Oh, das ist schön. Wunderschön. Super. So der Optimalzustand ist ja immer, dass mindestens zwei Händler Interesse haben. In dem Fall, glaube ich, sind alle fünf dabei. Ja. Yep. Oh. Alle ganz froh. Ich fange mal mit 80 Euro an. Das Besondere ist, der Deckel ist mit einer Guilloche-Email-Verzierung. Obendrauf ist das die Venus mit Amor. Wussten Sie, was Sie da haben? So genau und dass es so wertvoll ist, wussten wir tatsächlich nicht. Okay. Also wir hatten schon mal geschaut im Internet, aber wie das so oft ist, die Objekte sehen immer ein bisschen anders aus. Ja. Man weiß natürlich nicht, wie das eigene ist. Ja. Innen drin mit Samt ausgeschlagen und das ist der originale Samt. Ja. Ich fange an bei einer Null hinten dran, bei dem, was Walter geboten hat. 800 ist mein Einstieg. Ich mach 1000. 1100 von mir. 1200? 1300.
Julian? 1500. 1600? Jetzt ist der Walter wieder. 1650. Lisa, was meinst du? Sag 1680. 1700? 1800? 1800. 2 Mill. 2,1? 2200. 2500. 2,6. 2650. 2700. 2750. 2800. 2850. 2900. 3000. 3100. 3150. 3200. Dieses Objekt hat bei Wolfgang keinen Preis. 3250. 3300. Es läuft. Wunderbar. Mal schauen, wo es noch hinläuft. Viel Geld. 3350. 3400. 3450. 3500. Dass das kein Zuckerschlecken wird, das war klar. 4000. 4100. Ja, was soll's. Ich glaube, der lässt auch nicht locker und 4000 war meine Schmerzgrenze. Muss gut sein. Ich würde aussteigen wollen. So, für Ihr Stück stehen 4100 Euro im Raum. Mehr als der zehnfache Wunschpreis. Ja, das machen wir lassen, natürlich. Machen wir so. Meine Frau ein Wort. Dankeschön. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 nach Adam Ries, 41. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Danke. Viel Freude damit. Die habe ich. Aber ist schon richtig aufgeteilt, die junge Frau. Die ja, Frauen richtig holen so. Die Kohle. Auf Wiedersehen, die Herrschaft. Alles Gute für Sie. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Bärenstarke Leute. Wow, exzeptionell. Wahnsinn. Fantastisch. Ich fühle mich wie Larry Gagosian. Kennst du den, ja, den Kunsthändler? Großartig. Wahnsinn. Große Kunst, ne? Dass ich noch ins Schwitzen komme hier. Aber Julian, du warst ein starker Gegner, das Wonderful. Muss ich dir lassen. Die Händler haben sich ja gegenseitig hochgeboten. Es waren sogar am Anfang alle 5 interessiert und das ist wie so ein Jackpot. Es lief wirklich super. Und das Lustige ist, die ganze Familie hat daneben gelegen. Es ist viel mehr Geld geworden.